Hier ist die Tiefenreinigung von einer Matratze zu sehen. Mit der großen Elektrobürste gehe ich hier einmal längs über die Matratzen und dann auch einmal quer, dass ich alle Winkel einmal durch habe. Und wir machen dann auch noch gleich die Kindermatratze und mit der Handelektrobürste das Kopfteil. Wenn ihr das Knistern hören könntet, da merkt man, dass richtig was rauskommt aus diesem Kopfteil. Ja, das ist aber bei diesen Polsterkopfteilen total normal, weil da einfach alles sich sammelt und das ist dann das Ergebnis.